Hallo, mein Name ist Felix Anton Lehnert und ich bin der Solopauker des Leipziger Sinfonieorchesters. Ich möchte Sie gerne auf das nächste Anrechtskonzert gespannt machen. Es ist das fünfte unserer Reihe und es trägt den Titel Nordische Klänge. Zu hören sind Werke von Berwald, Nielsen und Sibelius, also ein rein nordisches Programm. Vor allem das Klarinettenkonzert von Nielsen wird sehr interessant werden und dazu haben wir einen Solisten, der auch den Nachnamen Lehnert trägt. Es ist mein Bruder Andreas Lehnert. Herzlich willkommen. Hallo. Neben Werken von Franz Berwald und Jean Sibelius wird auch das Klarinettenkonzert von Carl Nielsen erklingen, was als eines der schwersten gilt. Kann ich bestätigen, es ist auch eine ziemliche Arbeit, das Stück einzustudieren. Ich hatte aber bereits das Vergnügen, das schon zweimal spielen zu dürfen und freue mich jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Leipziger Sinfonieorchester. Ja, also das Klarinettenkonzert von Nielsen begleitet mich schon eigentlich seit meinem Studium. Ich habe das Anfang der 90er Jahre schon mal für einen Wettbewerb vorbereitet und das Besondere, das kann man vielleicht gleich vorwegnehmen an dem Stück, ist, das ist für eine relativ kleine Orchesterbesetzung komponiert, aber mit einer sehr exponierten Partie für kleine Trommel. Also neben dem Solisten, Klarinettensolisten, gibt es eben noch einen zweiten Solisten, das ist der Trommler und ich habe das damals an der Hochschule, haben wir das schon als Trio aufgeführt, also Klarinette, kleine Trommel und Klavier. Und ja, dann habe ich es eben auch schon zweimal im Gewandhaus gespielt und ich freue mich nach einer längeren Pause, das mal wieder spielen zu dürfen mit dem Leipziger Sinfonieorchester. Und das werden, glaube ich, drei Aufführungen, genau, werden wir später nochmal drauf kommen. Und ja, ich hoffe, dass wir das Stück so ein bisschen bewerben können und auch Sie etwas gespannt machen können auf die Aufführungen. Wir haben ja schon eine erste Probe mitgemacht, zu zweit, und dann habe ich wieder Melodien gehört, die ich in meinem Unterbewusstsein schon waren, von meiner Jugend, weil wir natürlich im gemeinsamen Haushalt, in dem wir groß geworden sind, hast du sicher einiges von Pauken- und Schlagzeugliteratur mitbekommen, und genauso habe ich natürlich schon die eine oder andere Klarinettenmelodie im Ohr von den verschiedenen Solokonzerten. Ja, also das Nielsen-Klarinettenkonzert ist ja sozusagen von der Orchesterbesetzung, abgesehen von der kleinen Trommel, sehr klassisch besetzt. Und der Komponist Nielsen hat auch eigentlich so diese Formsprache aus Klassikromantik und Romantik übernommen, aber hat natürlich dann einige Schärfen, einige Dissonanzen eingebaut. Und ja, die Klarinette ist vielleicht in der Hinsicht auch geeignet. Sie kann sehr zart spielen, aber auch sehr aggressiv spielen. Und die Trommel zeigt aber in dem Stück auch eigentlich aggressive Seiten und aber auch sehr zarte Seiten. Und das können wir Ihnen nachher auch an zwei Beispielen auch nochmal verdeutlichen. Die funktionieren auch sehr gut ohne Orchester, weil in den Stellen eigentlich sowieso hauptsächlich die Klarinette und die Trommel spielen, beziehungsweise das Orchester ganz Pause hat. Ja, und Also in dem Trommelpart ist auch auffällig, dass es eben von sehr laut bis zu sehr leise lange Passagen sind im Pianissimo, im Dreifach-Pianissimo geschrieben. Aber es gibt eben auch diese Ausbrüche, in denen die Trommel mal richtig laut wird. Ich bin gespannt, wie das in Böhlen und in Borna vor allem dann klanglich funktioniert. ja, und das Stück ist für alle Seiten eine Herausforderung, also auch fürs Orchester, für den Solisten sowieso, für den Trommler auch und vielleicht fürs Publikum auch. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Reise und es gibt mindestens genauso viel sehr schöne Seiten in dem Konzert, wie es auch manchmal sehr expressionistische und auch manchmal ein bisschen brutale Seiten gibt. Es soll eben auch alles abgedeckt sein. Man soll jetzt nicht versuchen, das Stück möglichst brav oder möglichst zart zu spielen, sondern es sollen auch die Gegensätze deutlich hervorkommen. Ja. Du hast ja etwas erzählt, dass es ist ja für ein Holzbläserquintett geschrieben, oder beziehungsweise Nielsen hat dieses Bläserquintett gehört und wollte dann für jedes Instrument etwas schreiben, und dass dieser Klarinettist ja
Er war ein bisschen, wie soll man sagen, extrovertiert. Dass der, das auch, aber er hatte sehr exzentrisch. Exzentrisch auch starke Stimmungsschwankungen und das hat der Nielsen dann auch ein bisschen in dem Stück verarbeitet. Er hat es selber auch so beschrieben, das wäre ein herzensguter Mensch, aber er neigt zu gewissen Ausbrüchen. Und gleichzeitig, interessanterweise, war jetzt die Klarinette nicht unbedingt eines der Lieblingsinstrumente von Nielsen. Er hat aber dann selber geschrieben, bei der Arbeit an dem Stück, dass er da also verschiedene Seiten kennengelernt hat und er findet halt, die Klarinette kann klingen wie eine Straßenbahn, die in den Schienen, in der Kurve quietscht, aber eben genauso ganz zart auf Samtpfoten daherkommen. Und das hat er in dem Stück sehr gut dargestellt. Der hatte ursprünglich, er hatte das dänische Bläserquintett in Kopenhagen bei der Probenarbeit gehört und war sehr begeistert von den Musikern und hat ein Bläserquintett für sie komponiert, wo auch alle einzelnen fünf Instrumente, alle Charaktere der Spieler sehr gut zur Wirkung kommen und hat dann daraufhin versprochen, noch für jeden Einzelnen ein Solokonzert zu schreiben. Leider blieb ihm nicht mehr die Zeit, um alle fünf Konzerte zu schreiben, aber er hat noch eins für Flöte und eins für Klarinette komponiert. Und dann gibt es noch ein früheres Solokonzert von Nielsen für Violine, was aber aus einer ganz anderen Schaffensepoche von ihm stammt, also wo er auch einen anderen Schreibstil hatte. Genau. Die Klarinette hat aber in den Orchesterwerken von Nielsen, er hat ja immerhin auch sechs Symphonien komponiert und auch eine große Oper, immer einen sehr solistischen Part zu übernehmen, meistens auch technisch sehr anspruchsvoll. Und das Klarinettenkonzert hat auch große Parallelen zur fünften Symphonie, wo auch die kleine Trommel eine sehr wichtige Rolle spielt, wo er dann die Trommel quasi als Fernorchester im Vorraum positioniert und die Klarinette spielt aber ganz, ganz leise auf der Bühne im dreifachen Pianissimo und man hört dann von Ferne die Militärtrommel sozusagen. Es ist ja sogar mit einer Trommelkadenz diese Sinfonie, in der der Trommler selbst etwas kandenzieren darf, kann, ja, erfinden darf. Es gibt eine Schule, die ich habe mit den Schlaginstrumentenstimmen von Nielsen. Und da möchte ich auch erwähnen, die vierte Sinfonie, die ja für zwei Pauker ist, die rechts und links des Orchesters sind, beziehungsweise vor und hinter dem Orchester und die auch sich dann gegenseitig hochschaukeln zu einer Art Ausbruch oder Kadenz oder so etwas. Ich glaube, die vierte Sinfonie ist auch die am meisten gespielte. Die hat auch den schönen Titel Das Unauslöschliche. Das Unauslöschliche, ja. Genau. Ja, und bei Nielsen war es auch so, er war dann gegen Ende seines Lebens so ein bisschen resigniert, weil er zwar ein sehr angesehener Komponist war, aber er hatte sich mehr Erfolg beim Publikum erhofft. Das Klarinettenkonzert ist auch gespalten aufgenommen worden. Also es gab auch sehr große Begeisterung, aber eben auch viel Kritik. Und er war dann so ein bisschen verbittert vielleicht auch am Ende seines Lebens. Die Musik ist natürlich etwas sperrig, aber auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, er hat sich auch nicht unbedingt immer an Konventionen gehalten. Wie gesagt, bei der Instrumentierung von den Schlaginstrumenten ging er ja auch eigene Wege und das kommt nicht immer unbedingt gut an. Und eben, wenn man das vergleicht mit den anderen Komponisten in der Zeit, eine ganz eigene Tonsprache. Ja. Also wenn man jetzt mit Mahler oder so vergleicht oder auch mit der Wiener Schule, mit Schönberg, mit Zwölftonmusik, hat er da seinen eigenen Weg gefunden. Sehr skandinavisch eigentlich auch von der Grundthematik her. Also ich habe mich jetzt auch mit ihm etwas beschäftigt und war auch erstaunt, wie früh er gelebt hat sozusagen. Also es war seiner Zeit sicher voraus. Und was ich auch jetzt neulich gehört habe, in Leipzig gibt es ja die Tradition, dass an Silvester immer die 9. Beethoven gespielt wird und in Dänemark gibt es die Tradition, dass immer an Silvester die Oper Maskerade von Nielsen aufgeführt wird, auch im Rundfunk. Und da gibt es eben auch Leute, die sich dann fein zurechtgemacht vor den Fernseher setzen und sich dann die Opernaufführung anhören. Das ist bei denen so ein Nationalstück. Also ich denke, es ist ein interessantes Programm und wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, dann würde es uns sehr freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen zu den drei Konzerten. Das erste ist am 14. April um 19.30 Uhr im Kulturhaus Böhlen. Das zweite findet statt am Samstag, den 15. April um 19.30 Uhr in Markleberg im Lindensaal. Und das dritte am Sonntag, den 16. um 18 Uhr im Stadtkulturhaus Borna. Ja, wir möchten Ihnen jetzt gerne noch zwei Beispiele aus dem Konzert
sozusagen als Duo vorspielen. Als erstes der Einstieg der kleinen Trommel in das Geschehen. Nach ungefähr 3, 4 bis 4 Minuten kommt der erste dynamische Höhepunkt des Stücks. Die Klarinette ist völlig, schreit sich den ganzen Schmerz von der Seele, und die kleine Trommel bereitet das auch sehr gut vor mit einem Crescendo aufs Fortissimo, und dann konkurrieren beide um die Vorherrschaft. Es gibt noch eine interessante Anmerkung, die der Komponist vorsieht in der Partitur. Ja, Nielsen schreibt, dass die Trommel muss die kleinstmögliche und von der hellsten Klangfarbe sein. Also er schreibt da auch spezielle Vorstellungen, die er da hatte, dass es eine wirklich kleine Trommel sein soll. Und das versuche ich hiermit umzusetzen. Ja, als zweites Musikbeispiel spielen wir jetzt den Schluss des Werkes. Das Konzert besteht ja eigentlich nur aus einem einzigen großen Satz, der aber in 4 Teile gegliedert ist. Und am Schluss des Stückes tauchen nochmal einige Motive von vorher wieder auf. Das Stück hört aber auch nicht typisch wie ein Solokonzert mit einem triumphalen Schluss auf, sondern es wird immer leiser und leiser, und ganz am Ende bleibt nur noch die Klarinette, die Trommel und in den letzten Takten sehr hohe Streicherflageoletts übrig. Das Stück endet im dreifachen Pianissimo. Man könnte jetzt den Eindruck gewinnen, dass dieses Stück besonders aus hässlichen und aggressiven Stellen besteht, aber dem ist bei weitem nicht so. Ein ganz großer Teil davon ist auch wirklich sehr eingängig und klingt sogar sehr klassisch. Ich spiele Ihnen mal jetzt den Anfang des langsamen Teiles vor. Ja, hören Sie selbst. Und als quasi dritter Satz folgt dann ein Thema, was fast an ein klassisches Menuett erinnert.